Naja, vielleicht habt ihr es gerade gesehen oder nicht. Ich bin eigentlich so weit gekommen, je nachdem, wie ich das hingekriegt habe mit den Vorspulen. Ich habe folgendes Problem. Ich muss das Ding da, das muss ausgefahren sein. Ich komme von dort nämlich nicht darüber. Immer wenn ich... Oh, jetzt habe ich einen Schluck auf. Das ist peinlich. Schluck auf. Immer wenn ich hier hinkomme, an diese Stelle, ja, müsste ich darauf springen, weil das war auch schon früher so. Wenn man hier vorne rankommt, also hier rankommt, hat man einen Fehler und deshalb kommt man da nicht rein. Und da muss ich wahrscheinlich darüber, also darf ich auch da nicht rein. Und da ist irgendetwas. Ist das Hühner? Auf jeden Fall komme ich da nicht so ohne weiteres rein, wenn ich nicht die Plattform da. Jetzt habe ich geguckt, was habe ich? Dann habe ich, ich war übrigens auch auf dem Balkon. Aber das bringt mir nicht so viel. Ich habe fest, also irgendwie, das sieht brüchig aus. Deshalb habe ich das Gefühl, dass man das hier aufbrechen kann, sicherlich. Aber ich weiß leider absolut nicht, wie. Ich hatte ja vermutet, das habt ihr gar nicht, ich habe gerade vermutet, dass man da irgendwie rausspringen müsste oder so. Aber irgendwie geht das nicht. Da oben, da ist eine imaginäre Plattform. Ich komme auf den Balkon rauf. Na gut, ich habe auf dem Balkon nicht weiter geguckt, ob ich da noch was machen kann. Weil ich vermutet habe, dass ich da nichts machen kann. Ich könnte natürlich jetzt auch, da war ich drinne. Mir fehlen Schlüssel, davon mal abgesehen. Ich kann jetzt mal nochmal gucken, ob da was ist. Was hier überhaupt ist. Ob ich da. Ich weiß nicht so ganz genau, was das soll hier. Reinkomme ich auf jeden Fall nicht. Ich bin schon ein bisschen ratlos. Ja, da komme ich leider nicht hin, weil mir diese eine Plattform fehlt. Naja, also wieder zurück und was Neues überlegen. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, was es mit diesem Hello Kitty-Kram auf sich hat und mit den Nüssen. Ich glaube, man muss hier einfach weiter überlegen. Ich guck mal kurz. Ja, Mikrofon ist an. Ich habe das Mikrofon eben extra ausgemacht. Das ist die übliche Bibliothek. Ein bisschen aufgehübscht. Da müssen wir auch noch rein. Chase your dreams. Da kommen wir aber auch nicht so einfach rein. Das ist schon ein bisschen frustrierend. Da war ich schon, da bin ich schon einmal durchgelaufen. Da ist nichts. Ich kann jetzt noch mal da hinten lang laufen, um zu gucken, ob da irgendwo was ist. Ah, das ist so deprimierend. Hier kann man auch reingucken. Das ist schon echt knifflig, weil so viele Wege gibt es hier ja nicht. Die Tür kriege ich auf, aber ich kriege die Tür nicht auf. Ich glaube, ich muss einfach nochmal alles abgehen und gucken, ob ich... Ich gehe mal... Also wenn man nicht weiter weiß, dann geht man erstmal wieder zum Ursprung. Vielleicht habe ich auch irgendwo was übersehen. Weiß man ja nicht. Das schaffe ich wahrscheinlich nur, wenn ich die Tür aufbekomme. Die Tür kriege ich aber ohne weiteres nicht auf. Ist hier vielleicht noch irgendwo was versteckt, was ich übersehen habe? Gehen wir doch mal in ihr Zimmerchen. So, da habe ich schon durchwühlt den Schrank. Ich kann ihn auch nicht noch einmal durchwühlen. Hier bringt uns das nichts. Da kommen wir nämlich nicht lang. Da war ich gerade eben. Und hier schon sterbe ich.
Ja, ist jetzt die Frage, ob da irgendwas drin ist. 50 Minuten schon, nur an diesem. Schau mal, das war Kleines. Gut. Ob da irgendwas drin ist, was uns hilft. Sie stirbt jetzt eh. Das sah so verdächtig aus, aber ich glaube, dass da nichts drin ist. Ich hab doch. Spiel laden, meine Liebe. Gucken wir nochmal. Nö, auch in der Dusche ist nichts drin. Okay, das bringt uns also keinen Schritt weiter. Da will man schon fast gucken, ob es im Internet irgendwo eine Lösung gibt, wie es weitergeht. Also, ich habe das Gefühl, aber auch von Spielern gemachte Level sind teilweise komplexer als von Nichtspielern gemacht. Vier Nüsse. Ein Bogen mit 20 Pfeilen. Er schießt sich übrigens wie die Armbrust. Ich kann ja auch nicht Energiezelle, ich kann die nicht verknüpfen miteinander. Ich kann auch damit gar nichts anfangen. Ich komme nicht. Es ist egal. Ich kann da zwar jetzt. Ich laufe da jetzt nochmal lang. Wer weiß, ob ich. So, vor den Dingern habe ich jetzt langsam keine Angst mehr. Aber wer weiß, ob ich da irgendetwas. Okay, das war nur. Ich dachte, da wäre was. Hier versäumt habe. Ja, anzugucken. Gehen wir nochmal dort lang. In den Nebenraum. Nein, ich drücke nicht den Knopf. Was liegt hier eigentlich auf dem Fußboden? Ja. Musst du das jetzt auf YouTube schon zensieren, wenn ich das so. Das sieht man doch eigentlich gar nichts, aber ich glaube, ich muss es zensieren. Ach, Menno, ich weiß gar nicht, wie das geht. Kann ich hier irgendwie was rausnehmen? Nein. Okay. Ich dachte, ich doch mir mal einen Strike einfange. Okay, damit kann ich auch nichts anstellen. Damit kann ich auch nichts anstellen. Und das Dämliche ist, ich brauche tatsächlich den Schlüssel, sonst bringt mir das hier oben gar nichts. Das ist auch noch toll. Ja, ich gucke. Ich bin jetzt einfach mal so frech. Ich guck mal kurz in die Lösung. Wir sehen uns gleich wieder und genau an diesem Fenster, wenn ich auf den Schneemann blicke. Ciao, bis gleich. Tja, darauf hätte ich auch selber kommen können. Nein, darauf, also wer kommt schon darauf? Ich weiß jetzt also ich habe jetzt ein Walkthrough zu diesem Teil gefunden. Das ist original heißt dieses komplette Ding TR Forge Adventure Kalender 2011 Messy Christmas. Also von das ist quasi ein Spiel für die. Wie heißt es nochmal? Also, das war wohl ein Adventskalenderspiel. Und man muss ziemlich viel schaffen. Also, die Bilder sehen geil aus. Also, es gibt noch ziemlich viel, was man hier erleben kann. Aber auf bestimmte Dinge, da kommt man nicht so schnell. So. Ich habe nur den ersten Teil gelesen und wusste schon, das haben wir vergessen. So, irgendwie kann man was mit diesem Tiger hier anstellen. Und unter diesem Tiger. Ja, das ist jetzt natürlich eine. Sie will auch was damit anstellen. Da hat man es gesehen. Die Frage ist jetzt nur, wie mache ich's? Muss ich das von hinten oder von vorne machen?
Und da ist ein Schlüssel, Leute. Wie soll man bitte darauf kommen, dass man den verdammten Tiger zur Seite schieben muss? Darauf wäre ich im Leben nicht gekommen. Damit haben wir, glaube ich, den grünen, den Dachbodenschlüssel. Und damit komme ich jetzt auch erstmal selber wieder ein Stückchen weiter. Darauf wäre ich im Leben nicht gekommen. Also das müsste jetzt der Dachbodenschlüssel sein. Und mit dem Dachbodenschlüssel können wir natürlich den Dachboden öffnen. Yeah! So, mit der Öffnung des Dachbodens kommen wir hier rauf. Hier ist es immer sehr dunkel gewesen, schon immer. Früher habe ich das immer nicht gesehen. Können wir jetzt da drüben... Ja, also müssen wir gleich mal gucken, wie wir es am besten schaffen. Das Zeitspiel beginnen. Und da werden wir natürlich hier saven. Ich habe ja nicht genug Slots, so. Eine Fackel nehmen, weil das einfacher ist. Und los geht's. Okay, das war schon mal wenig erfolgreich. Dann hier lang, hier lang, hier lang und ein bisschen jumpen, 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 jumpen. Hier lang, dann hier über die Brüstung rüber, über die Brüstung rüber, drehen und jumpen, 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 jumpen. Oh, das ist gemein. Load. Noch einmal das Ganze. Also vom Prinzip her ist klar, was wir machen. Fackel an. Das hat wieder nicht geklappt. Ich will immer schon loslaufen, während die Sequenz lädt. So, ich muss, glaube ich, jo, 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 jetzt drehen wir hier ab und hier jumpen wir runter. Dann drehen wir hier ab, damit wir springen können und nochmal springen. Im Sprung sollte ich eigentlich so und jetzt jumpen wir da rein, wenn das klappt. Diesmal haben wir es hingekriegt. Okay, dann gucken wir jetzt mal, was wir hier unten uns erwartet. Ich glaube, ich speichere erstmal. Und zwar das Oberste. Gut. Daran laufen wir jetzt mal gekonnt dran vorbei. Und wir landen hier unten. Ganz schön unheimlich. Ein Schlüssel, ein gelber Schlüssel. Wir haben ja noch genügend Fackeln, Gott sei Dank. Wir gucken uns also hier noch mal ein bisschen um. Da liegen noch Fackeln. Dann ist die Frage, wie wir hier noch, also wir kommen anscheinend hier noch anders rein. Aber wir haben jetzt erstmal einen Schlüssel. Kann ich dann hier oben noch das öffnen? Geht das überhaupt? Nein. Dann gehen wir wieder nach oben. Welchen Schlüssel haben wir denn überhaupt? Der Cellar-Schlüssel, der Kellerschlüssel. Gibt's hier noch einen Keller? Muss ich gleich mal gucken. Gelb. Gelb, gelb, konnte ich den gelb. Irgendwo muss ja jetzt ein gelbes Schlüsselloch sein. Ich glaube, da drüben. Ist das gelb? Jep, einfach mal ausprobieren. So, Kellerschlüssel. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr Fackeln. Okay. Da ist was zum Drehen. Das erkenne ich. Irgendwas vielleicht drin, was wir gebrauchen könnten? Was ist das da drüben? So, wir nehmen jetzt aber erstmal, wie ich denn, wenn ich das richtig gesehen habe, hier. Alter, was machst du da? Alter.
noch Fackeln. Die will ich haben. Dazu musst du hier hoch. Und zwar will sie nicht. Komme ich gerade nicht klar drauf. Naja, gucken schadet nicht. Hier ist aber tatsächlich gar nichts. Hier kommen wir aber wieder hoch. Okay, was haben wir jetzt eigentlich erreicht? Wir kommen auf Toilette. Das haben wir erreicht. Ja, genau. Ich dachte, die wäre schon um die Ecke. Und dann springt sie da runter und dann fällt sie da einfach wieder rein. Oh Mann, das ist gemein. Ich glaube, da oben gibt es nichts weiter. Naja, wir können uns ja jetzt erstmal auf... Oh, es ist dunkel hier. Flupp. Auf Toilette umsehen. Bevor wir gar nichts können, gehen wir jetzt erstmal zur Toilette. Vielleicht ist da ja doch was und ich habe es noch nicht beim ersten Mal gesehen. Genauso wie ich es nicht gesehen habe, dass ich da diesen Tiger verschieben muss. So. Vorher speichere ich erstmal wieder, weil wer weiß. Okay, jetzt stirbt sie uns nicht davon. Okay. Gucken wir mal, ob sie hier einen Gag eingebaut haben. Nö. Ja, was bringt mir das, ich jetzt auf Toilette komme? Okay, ich kann den Block verschieben. Wahrscheinlich kann ich ihn auch noch in die Richtung schieben. Dann kann ich gucken, was dahinter ist. Der sah mir beim ersten Mal schon total verdächtig aus. Ist das noch einer? Das ist noch einer. Okay.